Drei Synchronisationsschüsse sind gefallen, damit herzlich willkommen zum mittlerweile, glaube ich, 12. Let's Play von Ratchet & Clank auf der PS4. Mein Name ist Chris, ihr schaut die Spieletester und wir sind mittlerweile im dritten Teil beim Hirnsammeln auf Gaspar und wir finden die letzten 9 Hirne nicht. Ich rüste mal noch ganz kurz meine Waffen auf. Der Jägerwerfer kann verbessert werden, aber irgendwie finde ich den nicht so pralle. Der Plasmastürmer kriegt mehr Munition. Oh, und mehr Gegner haben größere Schwachpunkte und die Bolzen zerspringen beim Aufball. Aufprall. Okay. So, wir haben noch 3. Erstmal Munition. Munition ist wichtig. Und dann lassen wir das erstmal. Dann haben wir noch 2. Und wir verbessern hier den Mr. Zurkon. Weitere inaktive Zurkons können verstaut werden, ohne dass ein Kampf ausbricht und die Munition wird erhöht. Ich bin verwirrt, was das heißen soll. Aber egal. Werden wir schon rausfinden. So, wir gucken uns jetzt nochmal die Map ganz genau an. Ich bin jetzt überall gewesen. Wir haben mittlerweile auch schon den letzten Goldbolt. Und mir bleibt einfach nichts anderes übrig, als jetzt hier wieder rüber zu grinden und zu gucken, wo die letzten 9 Hirne sind, die wir brauchen. Weil wir wollen die haben. Wir wollen die wirklich haben. So, wenn man hier vielleicht irgendwo schon mal was erspähen könnte, was wir aber nicht tun. Was haben wir hier unten? Sind hier... Ah ne, hier war ich vorhin in dem Bereich. Ha. Gibt's hier irgendwas, was ich übersehen habe? Also abgesehen davon, dass mein Jetpack schon wieder leer ist. Es kann doch wohl nicht sein, dass es jetzt an 9 Hürden scheitert. Unbeständiger Atmosphärendruck, mechanische Fehlfunktion droht. Ich finde keine Hirne mehr. Ich bin ein bisschen mad deswegen. Meine Laune ist gerade ins Unendliche gesunken. Also entweder rennen hier irgendwo noch 3 von diesen Großen rum und ich sehe sie einfach nicht. Oder wir haben irgendwo eine Area übersehen. Aber wenn man sich die Map anguckt, so wir haben alles entdeckt. Das ist ja das, was mich gerade so ein bisschen nervt. Hier haben wir auch alles. Hier oben gibt es nur Kisten. Habt ihr eine Idee? Ich kann jetzt auch weiter hier rumfliegen und es würde alles nichts bringen, ehrlich gesagt. Können wir mit der Sniper von mir aus was suchen? Ah, guck mal, da oben ist was. Und da hinten ist noch ein großer. So läuft das. Also, hier haben wir dann insgesamt schon mal 6 weitere Hirne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 3 Hirne haben wir schon mal, damit sind es noch 6. Also wenn uns die 3 irgendwann erreichen sollten. Hallo? 1, 2, 3. Jetzt müssen wir hier den freihauen. Wo ist der dritte Punkt? Ja. Wo ist das letzte Feld? Wo ist das letzte Feld? 1, 2, Moment, hier geht's runter. Bringt uns aber nichts.
Wir sollten vielleicht erst das dritte suchen. Oder ist es hier oben? Ja. Natürlich ist es hier oben. Erstmal Captain Zurkon. Wo ist der letzte jetzt? Ah, Mann! Hab ich ihn jetzt frei? Tatsächlich. Da ist er. Ups. Der hat mich getroffen. 52% hat er noch. 43. Wir holen uns wieder unseren Kumpel. Gut zu verstecken. 14%, 4% tot. So. Jetzt fehlen uns noch 3 Hirne. 3 Hirne sind besser als 9. Also ich gehe davon aus, dass hier irgendwo noch so ein Dicker rumläuft. Weil sollten wir nämlich jetzt irgendwo ein einzelnes finden, da hinten ist er. Sehr schön. Das freut mich. Ungemein. Hätten wir die einfach vorhin mitgenommen, hätten wir uns die Zeit jetzt gespart, aber hätte, hätte. 2, 3. Keine Munition ist das, was ich am allerunliebsten höre in diesem Spiel. Aber bringt nichts. Hier sind es 8 Schuss gewesen. 8 Schuss sollten reichen, um den final down zu kriegen. Sehr schön. Wir haben alle Hirne und fliegen zurück. Fliegen ist leicht gesagt. Wir haben nämlich keine Dingse mehr. Wie heißt das? Hier. So, jetzt haben wir Treibstoff. Treibstoff war das gesuchte Wort. So. Hallo? Du hast sie alle gesammelt und jetzt erstelle ich meine Armee. Du meinst, du nutzt sie zugunsten der Plaggemeinschaft? Ja, klar. Mach dich auf etwas gefasst, Daryl. Klaus, mein Thunfisch-Sandwich aus dem Kühlschrank. Da hast du dich mit dem falschen Blatt angelegt. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Was haben wir jetzt für eine Belohnung bekommen? Ah, da ist er. Verstehe ich jetzt nicht. Müssen wir gleich mal testen. Ah. Mr. Zurkon ist gelangweilt. Ja, Mr. Zurkon, alle Dude. Das sind die Momente, für die Mr. Zurkon lebt. Hier kann Mr. Zurkon ein bisschen Range-Mode machen. Mr. Zurkon kommt nicht. So, wir rüsten nichts auf. Toll. Das heißt, wir gehen zurück zum Schiff. Und schau mal ganz kurz weiter, was wir jetzt hier mit den Goldbolts anstellen können und ob wir ein paar Karten haben. Der Satz ist vollständig. Cool. So, Mädchenpower, ich bekomme 5% mehr Bolts, habe 7 Duplikate, vervollständige dann gerade mal Gaspar. Echt super. Der Satz ist und habe die Raritarium-Rate schon wieder erhöht. Das gefällt mir alles ziemlich gut hier, wie das läuft. Extras. Aussehen. Okay, hierfür brauche ich. Ich kann eine Kopfmaske einstellen. Victor von Ion. Das sieht relativ witzig aus. Den behalte ich.
So, was machen wir noch? Nette Spielereien. Boltstil. Metallwährung. Bildschirmfilter. 70er. Oh, jetzt hat das Ganze einen niceen Vintage-Look. Was haben wir hier noch für einen Bildschirmfilter? Würde mich mal interessieren. Action Buster. Okay, jetzt ist das Ganze so ein bisschen im Film-Look. So können wir es mal lassen. Wir haben ja jetzt auch noch echt Besseres zu tun. Also, wir haben den Planeten 100% clear, sind am Schiff und schauen uns jetzt mal an, wohin uns die Reise führt. Auf zu einem neuen Planeten. Also, Batalia. Sieht aus wie ein Eisplanet. Was uns da erwartet, sehen wir jetzt. So, wir sind auf einem neuen Planeten. Aber wir beginnen mit dem neuen Planeten, mit einem neuen Let's Play. Wir haben nämlich die Hirnmission vollständig gemacht in 3 langen Teilen. Ich bin glücklich darüber. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst uns ein Abo auf die Spieletester. Teilt das Ganze ein bisschen. Erfreut euch wie ich an Ratchet & Clank und schaltet dann beim 13. Teil vom Let's Play wieder ein. Oder beim 12. Ich habe die Übersicht verloren. Ich muss mir gleich erstmal eine Übersicht erstellen. Vielen Dank. Wir sehen uns dann im nächsten Teil auf dem Eisplaneten Batalia. Bis denn.